Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist mega kalt. Ja, und es hat über die Nacht so viel geschneit. Es ist immer noch am Schneien. Und wir haben so gedacht, da es in NRW, also beziehungsweise im Ruhrgebiet, nicht so viel Schnee gibt, leider, nutzen wir das direkt aus und gehen raus. Schaut mal. Das ist echt heftig. Wir haben uns ein Kaffee to go gemacht. Und jetzt gehen wir ein bisschen spazieren. Ich schlafe heute bei meiner Mama. Ich freue mich voll, ich schwöre es euch. Diese Handschuhe, die sind von MJ und die sind mir voll groß. Deswegen kann ich nichts anpassen. Das tut einfach so gut. Wow, alles weiß. Ist Super Bowl. Super Bowl. Und Emre will das genießen mit einem Freund von sich. Und ich habe mir so gedacht, da das sowieso bis 4, 5 Uhr morgens Nacht geht. Vielleicht sogar 6, wenn wir Pech haben, ne? Ja. Ich gehe am besten zu meiner Mama. Was für eine Eisschicht. Sieht man das? Ja. Pervers, was ist das denn? Ich glaube, sowas hilft auch nicht. Ich weiß nicht, warum. Jani, wie das? Wack, Bruder. Go, Emre. Oh mein Gott. Ja, der kleine süße Herr will heute nicht schlafen. Der ist wach geworden, mir um 1 Uhr. Und der ist einfach Oliven. Was isst du da? Sag mir das mal. Zeig mal deine Oliven. Was machst du da? Also, sag ich dir. Ja? Nein, auf Pizza. Auf Jachaltike. Danke. Der isst eiskalt Oliven. Der ist, ich glaube, der hat von Oliven geträumt. Ja, die Mutter, die gönnt sich auch einen Kuchen, ne? Wie die Mutter so der Sohn. Emine. Kanin, sei du netter. Er liebt Oliven über alles Schwarze. Tamam. Mama. Wenn du ein paar Klicks mehr hast, musst du nicht als mein Sohn. Emine, das ist dein dritter Kuchen, ne? Emine? Mhm. Ja, egal, schmeckt um 1 Uhr nachts. Mehr oder weniger ist egal. Ja, das stimmt. So denke ich immer wieder. Ja. Gib her. Gib. Danke. Hey. Wow! So, sehr gut. Und andere Handschuhe auch. Aber und dann? Sehr gut. Muss aber und dann? Jetzt muss unser Fleisch ein bisschen. Dann essen wir. Also, sie hat Hackfleisch vorbereitet. Der kleine Golik. Golik, komm mal her. Komm mal her, bitte, Golik. Der hat mit mir Kartoffeln gemacht und der und ich muss. Ich mache jetzt Salat. Du musst. Bist du fertig mit den 5 Seiten? Ja. Die Kinder tun mir wirklich so leid während Corona-Zeit. Weil die kriegen ja Aufgaben und das müssen die alles zu Hause machen. Meine kleine Prinzessin. Kannst du mir das machen? Emre ist richtig dunkel. Wegen dem Fenster. Wegen dem Fenster. Wir haben vorhin ein Reel gedreht. Ich zeige euch mal jetzt mein Outfit. Und zwar habe ich immer bei allen Frauen Mom Jeans gesehen. Da habe ich mir so gedacht, komm, bestellst du dir auch eins. Weil ich bin eher so die Frau, die sehr gerne enge Sachen trägt. Also vor allem Jeanshosen müssen bei mir immer so richtig eng sein. Ich so, weißt du was, bestell dir einfach eins und versuch mal etwas Neues. Ich habe irgendwie das Gefühl, als würde ich ein Mann sein, so wie ich heute angezogen bin. Weil es ist so ungewöhnlich bei mir, dass ich so breite Jeanshosen trage. Ich zeige euch das mal. Du hast mein ganzes Licht genommen. Man sieht dich sowieso nicht hier komplett. Ich muss einmal so. Schupp. Diese Kerle, ja. Auf jeden Fall, meine Lieben. Die Hose habe ich von H&M. Das Einzige, was mich an dieser Hose stört,
Schaut mal. Mein Bauch sieht da voll dick aus, aber ich glaube, das hat einfach was mit dem Schnitt zu tun. Wenn ich die Hose finde, werde ich euch die auf jeden Fall in die Infobox verlinken, weil die war richtig günstig. Ich glaube, ich habe 20 Euro oder so bezahlt. Und ich habe die Hose auf jeden Fall in 34, weil die ziemlich eng geschnitten ist. Wie findet ihr das? Wir haben 1 Uhr nachts und wir gucken uns ja jeden Tag fast Filme an, weil Emil hat ja auch Urlaub. Und wir haben uns so gedacht, wir legen uns hin und schauen uns einen Film an. Da wir aber keinen Schlafsofa haben, haben wir einfach unsere Matratze genommen und haben das in den Wohnzimmer gelegt. Und bitte schaut mal, unsere Matratze ist einfach perfekt. Die Matratze ist genauso hoch wie unsere Couch. So, wir schlafen heute auf jeden Fall im Wohnzimmer. Heute mal babysitten. Hi Kinder. Hi. Hi. Hallo Baden. Nein. Matschka, halt die Geh. Matschka. Was da? Nein. Der will die Kamera haben. Ja, meine Lieben, wahrscheinlich merkt ihr, dass ich alle nur... Warte mal, nein. Wahrscheinlich habt ihr gemerkt, dass ich nur alle 2 Wochen Vlogs hochlade. Das hat was damit zu tun, ganz ehrlich. Mein Leben ist so langweilig geworden. Es ist jeden Tag gleich und ich will auch nicht jedes Mal dasselbe vloggen. Deswegen versuche ich jetzt einfach alle 2 Wochen einen Vlog hochzuladen. Er sucht seine Mama. Er hat... vorhin bemerkt, dass die Mama nicht da ist. Hm. So sieht mein Leben mit 3 Kindern aus. Ich bin schon einmal allein. Baden, hör auf, die älteren Jungs zu schlagen. Da kommt unsere Musik. Grüß Gott, komm. 1, ihr macht Musik, ich tanze. Essen heute nicht geschmeckt oder warum hast du dir Sushi bestellt? Weil er hat mir bei gut geschmeckt, aber heute Mittag hat ja mein Bruder Sushi gegessen und ein Foto in die Gruppe geschickt und dann habe ich mir ein Video angeschaut von so einem Sushi-Meister aus Japan. Und er schaut sich gerne diese Kochvideos an? Der Typ hat 3 Michelin-Sterne. Das ist so ein krankes Video gewesen. Dann habe ich so Bock gehabt auf Sushi und habe ich Sushi bestellt. Ja, ich esse keine Sushi, also um ehrlich zu sagen, Schatz, mag ich kein Sushi. Aber ich werde es probieren und dann noch mit Stäbchen. Wartet mal. Guck mal, ich zeig dir, wie du mit den Stäbchen umgehst. Okay. Okay. Alles klar. Guck mal so. So. Okay. Also mit dem Daumen, erstmal machst du so. Ja. Daumen rein, so ja. Und mit dem zweiten und dann nur den Zeigefinger hier bewegen. Okay. Okay? Alles klar. Dann mach mal vor. Leute, ich habe fast 1 Jahr hatte ich einen Mitbewohner, der war Japaner, der hat mir das beigebracht. So. Genau. So. Ja. Naja, Schatz. Nein, ich mach so. Warte, lass mich einfach so machen, wie ich will. Okay, Heide. Heide, Maschallah. Mach Stich in die Mitte rein einfach. So wie ihr das sonst macht. Oh, Maschallah. Kein Auge machen. Mach in den Mund, sonst fällt das noch runter. Mach im Mund. Nein, 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 ist nicht. Mach im Mund. Beriban, mach im Mund. Aber das ist vertrau mir. Nein, ist kein Droh. Beriban, vertrau mir einfach. Heide, Heide. Go, 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 go. Nein, ganz komplett im Mund. Das ist nur Reis. Komplett im Mund, Bedewan, Heidi. Ey, Wallah, das Wallah, ist die wird nicht schlecht. Lachs.
Wallahi billahi, dir wird nicht schlecht. Vertrau mir einfach. Das wird dir schmecken. Boah, Lecker, wieder kein Lachs, ey. Ich mag keine Hey, komm her. Leute, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich dachte, das wäre Lachs mit Gurke. Also bei der Bestellung. Und dann ist aber Lachs mit Avocado gekommen. Ich dachte Avocado mit Gurke und Lachs mit Gurke. Avocado ist gekommen. Bist du mit. Alter, du hast Warum? das noch gar nicht im Mund Nee, gehabt, natürlich, ey, richtig. allein schon, ich mag keinen Tamam, dann ist roten das ist gebacken. Lachs. Das Okay. ist nicht roh, das ist gebacken. Das musst du mit der Hand nehmen, Schatz, das kannst du so nicht. Das ist Bitte? gebacken. Ja, Nimm okay. das Stück, weil da ist auch ein bisschen Avocado drin. Nein, ich nehme das. Okay. Das ist auch Das ist Lachs. gebacken. Nimm das doch einfach mit. Ich habe heute die ganze Wohnung geputzt. Du weißt, wenn ich putze, darfst du dich nicht bewegen. Alter. Probier mal, wie schmeckt das? Das macht einen richtigen Crunch. Wallah, Gust Ubrinch. Schmeckt tausendmal besser als sowas. Was ist das, Sushi? Mach mit der Hand, guck mal, du hast das Okay. vergewaltigt, Mann. Na, Bohnen. Nein, Avocado. Das ist lecker. Mit der Soße schmeckt das, weißt du? Was Das ist ist das? Lachs. Ja. Das ist Lachs mit Reis. Das ist einer der teuersten Arten, Alter. Das ist auch mit Lachs. Hör auf, das zu vergewaltigen. Warum ich wohl nur Lachs raus? Warte mal. Wallah, Leute, Nee, guck mal aber bitte, das was? geht aber nicht raus. Das geht nicht raus, Kann das kriegst du kein, nicht raus. egal, ich esse das hier. Das ist Nimm. echt lecker. Nein, das esse ich nicht. Guck mal, das hier machst du einfach so. Ja, wie kannst du das essen? Ich Oh. weiß gar nicht, ob man das gesehen hat. Ich fühle mich heute wie ein Geschäftsfrau. Kaffee in der Hand. Ich habe, glaube ich, heute 6 oder 7 Termine. Jetzt habe ich erstmal einen Termin bei der Bank und dann muss ich zum Hautarzt, weil ich meine Muttermale entfernen muss. Und ich bin wieder mal zu spät. Oh mein Gott, Leute, ich bin so ein asoziales Mädchen. Ne? So. Ich bin die ganze Zeit am Moment. Ich bin jetzt beim Hautarzt. Ich zeige euch mal meine Muttermale, die entfernt werden müssen. Hier, die alle müssen entfernt werden. Wer weiß, vielleicht darf ich euch ja mitnehmen. So. Sieht das nicht schick aus? Drei Pflaster im Gesicht. Meine Muttermale sind auf jeden Fall entfernt. Ich darf jetzt 3 Wochen, 3 Tage nicht in die Sonne. Ich darf heute und morgen mein Gesicht nicht waschen. Das ist so schlimm. Ich muss mit dem Tuch einfach so tupfen an die Stellen, wo Pflaster ist. Und ich sehe schon so ein bisschen aus wie Nelly. Kennt ihr den Star, der damals ein Pflaster auf sein Gesicht hatte, weil sein Bruder verhaften worden ist? Ja, so fühle ich mich heute auf jeden Fall. Und es ist ganz leicht am Brennen. Das tat aber überhaupt nicht weh. Ich habe eine Betäubungsspritze bekommen. Und ja, jetzt fahre ich zu meiner Mama und zum nächsten Termin. Also ganz ehrlich, ich finde mich irgendwie cool mit dem Pflaster. Mama, wie findest du das? Du musst schon reden, Mama. Gut? Ja, geht besser. Besser, ne? Ja, da ich heute nicht frühstücken konnte, frühstücke ich jetzt bei meiner Mama. Meine Mama macht immer selbst Käse. Ich glaube, ich hatte euch das schon mal gezeigt. Das schmeckt so lecker. Mir reicht auch Käse, Oliven und Tee. So, Fieser. Physiotherapeut erledigt. Jetzt mit Mama einkaufen. Ich muss immer ihre Pfandflaschen wegbringen. Ich muss aber selber einkaufen, weil mein Kühlschrank ist einfach nur leer. Ja, für heute bin ich erledigt. Eben der auch. Holt man ab? Ich glaube hier. Meinst du? Es ist echt traurig, dass man nicht drin essen kann. Wir haben uns so gedacht, boah, bis wir zu Hause sind, ist 19 Uhr, bis ich koche, haben wir 23 Uhr. Das wäre natürlich nur ein Scherz. Wir haben so gedacht, heute machen wir mal Hallo. Meckes. Heute mal auch gesund. Heute mal richtig gesund. So, mein Lieben, das war's auch mit meinem Vlog. Dieser Vlog
ging auf jeden Fall über mehrere Wochen. Ich hoffe, dass der Vlog euch gefallen hat. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Start in die neue Woche und fühlt euch ganz fest gedrückt von mir. Ciao!